Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Teilnehmer an dem heutigen Workshop Agile Care. Heute ist es wieder ein Montag, der 20.3. mittlerweile schon in diesem Jahr. Und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu unserem Workshop. Und ich denke, dass wir es heute wieder schaffen werden, mit Agile Care Wissen zu vermitteln, Informationen zu geben, mit denen es Ihnen noch besser möglich ist, Agile Care einzusetzen, mit dem Ziel Leben ohne Krankheit, mit dem Ziel Ihre Lebensqualität zu verbessern. Denn wir wissen, Agile Care kann das. Ich begrüße also ganz, ganz herzlich und ich schaue mal in den Chat, ob jemand mir mitteilen kann, ob ich auch akustisch zu verstehen bin, ob es möglich ist, mir eine Rückkopplung zu geben. Ich schaue mal in den Chat und warte ab, bis mir das jemand bestätigt. Denn mit der Technik ist das so eine Geschichte. Ich habe eben gerade noch mal einen Fehler umgehen können vom Server her. Ja, da ist das eben bei der Technik. Und ich sehe immer noch nicht. Vielleicht kann jemand mir mit Bild und Ton gut, Herr Schuster. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Rückmeldung. So, und gleich zu Beginn, dass ich es nicht vergesse, ich begrüße auch meine Frau Renate und Tochter Claudia, die im Hintergrund, ja was sage ich im Hintergrund, also an entscheidenden Stellen hier mir helfen, ihre Fragen zu notieren, damit ich sie dann nach meinen Ausführungen, nach meiner einleitenden Präsentation Ihnen beantworten kann. Also recht herzlichen Dank und starten wir gleich los. Ich möchte Ihnen gleich, dass ich es nicht vergesse, zum Download die PDF-Datei geben, die Sie herunterladen können. Sie beinhaltet die Folien meiner Vorbereitung, meiner, sagen wir mal, PowerPoint-Präsentation, die vielen dazu beiträgt, sich das wegzulegen als Dokumentation für den Fall der Fälle. Ja, und nun können wir, denke ich, starten. Und siehe da, es funktioniert. Heute am 20. März begrüße ich Sie also nochmals zu unserem Workshop und ich begrüße auch vorauseilend schon diejenigen, die jetzt nicht hier dabei sind, nicht dabei sein wollen, nicht dabei sein können, aber die genau wissen, dass sie in unserer Aufzeichnung auch alles erfahren können, was hier vorgetragen wird, auch die Downloads nutzen können und auch Fragen stellen können. Und da der Hinweis, Fragen, meine Damen und Herren, die dann in der Aufzeichnung sind, können Sie unten rechts in dem Feld eintragen. Sie landen dann auch bei mir, auch wenn das innerhalb der nächsten 10 Tage passiert. Sie landen unmittelbar bei mir im Postfach und wir beantworten Ihnen dann Ihre Fragen sehr gern. Ja, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, schon geschafft. Jetzt hier mit dem Ziel, Wissen zu vermehren, Lebensqualität zu verbessern, führen wir unter anderem ja auch diesen Workshop durch. Aber das ist das Ziel, was unser Team insgesamt hat. Ihr Wissen zu vermehren, Ihnen Informationen zu geben, Sie zu beraten. Und deshalb konzentrieren wir uns in unseren, ja sagen wir euch mal, geschäftlichen Aufgaben, fachlichen Aufgaben, konzentrieren wir uns alle, und zwar betrifft das alle Mitglieder des Teams, konzentrieren wir uns auf Beratung. Und wenn wir die Beratung nicht komplett umfassend geben können, dann sind wir in der Lage, durch unsere Vernetzung auch international mit anderen Experten über unser Team hinaus mit den Experten Kontakt aufzunehmen und ihre Fragen zu besprechen und die Beratung für sie zu optimieren. Wir wollen also die Effektivität mit Agile Care erhöhen. Wir wollen ihr Basiswissen, unser Basiswissen oder das Basiswissen an sie weitergeben, was notwendig ist für Agile Care. Sie sollen erkennen, dass die Randbedingungen zu optimieren sind und wie Sie das machen können. Oder Sie wollen auch den Katalog einsehen.
Und deshalb haben wir die Seite ulrich-mtc.de/download. Dort finden Sie die Dinge, die ich jetzt hier aufgezählt habe. Und vielleicht gehen Sie mal auf diese Seite, merken Sie sich einfach nur ulrich-mtc.de/download oder lesen das ab von dem heruntergeladenen PDF von dieser Seite und schauen Sie mal, dort finden Sie sozusagen alles, was Ihr Wissen, Ihre Effektivität mit Agile Care erhöht, und das bringt Sie näher zu dem Ziel, wie komme ich noch schneller zu besserer Lebensqualität. Das ist ja eine häufige Frage, die ich auch am Telefon habe. Was können wir tun, oder in den Tickets steht das, was können wir tun, damit wir noch bessere Effektivität haben, also noch schneller zu dem gewünschten Ziel, bessere Lebensqualität zu erreichen, kommen. Und gehen Sie einfach auf die Seite ulrich-mtc.de/download und dort können Sie vieles dazu erfahren. Kommunikation zur Beratung ist ja unser Hauptgebiet. Gehen Sie, um am Ticketsystem teilzuhaben. Das ist der effektivste Weg für Sie, denn da müssen Sie nicht irgendwelche Zeiten einhalten. Senden Sie uns die Frage und wir beantworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden oder kürzer Ihre Fragen, nachdem wir Sie im Expertenteam beraten haben. Gehen Sie in den Live-Chat über den Tag, finden Sie uns dort, um mit Ihnen zu chatten. Oder gehen Sie in das Forum, dort können Sie sich austauschen mit anderen AgiCare-Anwendern. Und wenn Sie uns etwas schreiben wollen, dann oder eine Frage haben, Hinweis geben oder auch vielleicht eine Beschwerde, einen Verbesserungsvorschlag, dann nutzen Sie die E-Mail-Adresse support@ulrich-mtc.de. Sie ist hier eingeblendet. Das sehen Sie sozusagen im dritten Block. Dann darunter täglich zwischen 9 und 10 Uhr, wenn es um Montag bis Freitag geht, können Sie uns anrufen. Bitte nutzen Sie nur die eingeblendete Telefonnummer und wir rufen Sie zurück. Sie können also auch gleich wieder auflegen. Es entstehen dadurch keine Kosten, weil das ja nun eine Funktelefonnummer ist, keine Kosten für Sie. Legen Sie einfach wieder auf. Wir rufen Sie garantiert zurück. Das ist nur so, dass ich Sie bitte, erstens nur diese Telefonnummer zu nutzen und auch nur die Zeit Montag bis Freitag steht Ihnen zur Verfügung zwischen 9 und 10 Uhr, dass dann der Rückruf später kommen kann, vielleicht halb 11 oder erst auch um 11 und manchmal ist es sogar noch etwas später. Das liegt daran, dass wir uns alle Zeit nehmen, am Telefon Ihre Fragen zu besprechen, und da verschiebt sich das eben mit dem Rückruf, und ich hoffe nur, dass Sie diesen Service nutzen und dass er auch hilfreich für Sie ist. Wir haben sehr, sehr gute Rückmeldungen bekommen von Einzelnen, dass das und auch mehreren, dass das gut ankommt mit diesem Telefonservice. Ja, montags der Workshop, den erleben Sie gerade, die Aufzeichnung gibt es. Und jetzt habe ich noch etwas Neues darunter geschrieben, nämlich, dass die Präsentationen, damit meine ich dieses Vorspiel vor Ihren Fragen am Montag-Workshop, dass wir die sozusagen dauerhaft ablegen in einem Archiv, und Sie finden das über ulrich-mtc.de, also wieder unsere Homepage. Dann gehen Sie auf Support und dort Agile Care Workshops. Und das Wort Support ist seit wenigen Minuten ausgetauscht durch das Wort Service, und das möchte ich Ihnen jetzt gern zeigen. Ich habe das also relativ schnell hier geändert und gehe mal auf die Seite, und ich hoffe, dass Sie sehen können. Ich versuche mal über Blickkontakt zu meiner Frau festzustellen, wie das jetzt aussieht, ob der Bildschirm zu sehen ist. Ja, ist zu sehen. Und dann sehen Sie ja hier oben die URL, also ulrich-mtc.de. Ich markiere die gerade, und dann sehen Sie unser Menü hier oben. Und nach Startseite Shop steht nicht Support, sondern Service. Und wenn Sie dort auf Support gehen, kommen Sie dorthin. Und Sie können aber auch hier, wie schon angekündigt, auf Agile Care Workshops gehen. Ich klicke mal darauf und dann sehen Sie hier alle Einträge. Ja, die gehen rückwirkend zur Zeit bis zum Oktober 2022. Und Sie lesen hier als neueste Mitteilung die vom 13.03. Und morgen wird die Workshop
Präsentation schon früh morgens, wird die schon dort stehen, auch vom 20.03., also die jetzige. Und wenn Sie hier etwas suchen, dann können Sie hier in dieses Feld, hier können Sie etwas eingeben. Sie sehen hier rechts die Lupe. Und wenn Sie hier etwas eingeben, also zum Beispiel Wasser, weil immer mehr auch nach Wasser gefragt wird, Wasser markieren, dann gehen Sie nachher auf die Lupe und dann kommen hier alle Beiträge dargestellt, hier, wo es ums Wasser geht. Und so können Sie es auch mit anderen Suchworten tun. Ich denke, ein guter Service von uns, das so zu verändern. Und ich gehe mal zurück in meine Präsentation. Ja, hier sind wir wieder auf der Seite. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir jetzt ein dauerhaftes Archiv haben der Präsentation. Es bleibt Ihnen, die kompletten Workshops innerhalb von 10 Tagen zu sehen. Darüber informieren Sie, wir Sie ja immer, wenn Sie registriert sind für den Workshop. Bloß dort aus rechtlichen Gründen müssen wir das nach 10 Tagen beenden. Und so können wir zumindest die Präsentationen, also nicht Ihre Fragen und Antworten und unsere Antworten, sondern nur die Präsentationen dann dauerhaft dort sehen und nachempfinden. Und auch dort können Sie die Downloads durchführen. Ja, das ist unser Ablauf, um den es eigentlich immer mit AgileCare geht, nämlich warum führt AgileCare zu besserer Lebensqualität? Und ich will es ganz kurz machen, weil viele das ja schon oft gehört haben. Aber ich denke, das braucht man, um immer wieder abzugrenzen, worin wir uns eigentlich bewegen und was wir hier für tolle Chancen haben. Zellen haben, ich beginne ganz links in der Spalte, Zellen haben Sauerstoffmangel, das sehen wir bei jeder Erkrankung, auch bei jeder Infektion, aber nicht nur bei der Infektion. Die Zelle kommt durch den Sauerstoffmangel in eine Energiekrise. Das heißt, die Mitochondrien können keine Energie, keine biologische Energie in Form von ATP liefern. Deshalb rettet sich, und jetzt komme ich in die zweite Spalte dieser Grafik, rettet sich die Zelle, am Leben zu bleiben, indem sie in den Ersatzstoffwechsel geht. Ersatzstoffwechsel ist nichts anderes als eine alkoholische Gärung. Die führt, und jetzt komme ich in die dritte Spalte dieser Grafik hinein, die führt dazu, dass wir eine Milieuänderung vorfinden. Die Mikroorganismen kommen in Disbalance, und wenn ich Mikroorganismen sage, dann meine ich Viren, Bakterien, Pilze, Würmer und andere Einzeller. Sie kommen in Disbalance und bilden in dieser für sie guten, in diesem sehr guten Milieu eine immer etabliertere und verstärkte, ausgedehnte Symbiose zur Erkrankung selbst. Ich möchte nochmal daran erinnern, wir haben ja am Beginn ganz links gesagt, jede Erkrankung hat Sauerstoffmangel. Und wenn wir jetzt in die dritte Spalte wieder gehen, dann kommen wir zu dieser Symbiose, die glücklicherweise aufzubrechen ist, wenn wir nach den Entdeckungen und Entwicklungen von Dr. Rife gehen. Und mit AgileCare gelingt uns das, diese Mikroorganismen, wenn wir alles richtig machen, diese Mikroorganismen ausreichend zu eliminieren, dass der Körper sich dann selbst heilen kann. Und das bekräftigt mich, wieder zu wiederholen, ich denke, es gibt keine unheilbaren Erkrankungen mehr. Und das Ganze gilt auch bei Krebs. Das ist nun in dieser Grafik heute mal neu eingebracht. Doch ehe wir uns mit der Situation auch bei Krebs beschäftigen, möchte ich 2 Beispiele nennen, die uns in den letzten Tagen erreicht haben. Und ich bringe die Beispiele nicht deshalb, um hier zu zeigen, was wir doch für tolle Hechte sind und wie das alles wunderbar klappt, sondern diese Beispiele dienen dazu, Ihnen zu helfen, Gleiches zu erleben, wenn Sie vielleicht gleichen Dingen ausgeliefert sind, und Ihnen auch darzustellen, wenn man sich an bestimmte Spielregeln hält und eben AgileCare zur Verfügung hat, dann hat man eben die Chance, das auszunutzen und mein Spruch oder meine Hypothese, es gibt keine unheilbaren Erkrankungen mehr, dass man damit klarkommt. Und schneller oder langsamer geht es, je nachdem, wie wir die Randbedingungen einhalten. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Hier das Beispiel. Anwender erlebt einen Unfall im Haushalt, stürzt von der Leiter im Haushalt und macht einen Fehltritt, ein älterer Herr. Und das war am 10.03. Und das ist auch die Ursache gewesen, warum er nicht zu unserem Symposium, unser Symposium fand ja am 11.03. statt, kommen konnte, weil er sich eben verletzt hat. Die Auskunft unsererseits war,
die Anwendung zu machen, A121, ich wiederhole den Quellenkodex, A121, und diese Anwendung heißt Hämatome, Verstauchungen. Das ist ganz klar. Wenn jemand also so einen Fehltritt hat, dann liegt das auf der Hand, und die Beschreibung, dass es sich eben blau verfärbt hat, der Fuß, das brachte uns dazu, das zu empfehlen. Und zweitens die Anwendung U420, ich wiederhole, U420, Wundheilung verzögert, weil es doch hier sicherlich zum Abriss von einigen Blutgefäßen gekommen ist. Und wie gesagt, mit der Verstauchung kann man auch kleine Verwundungen, kleine Muskelverletzungen sehen. Und deshalb diese beiden Anwendungen, die nannte ich gleich am Telefon dem Anwender. Und am nächsten Tag spürte der Anwender schon eine Besserung. Und am 18.03., also ungefähr eine Woche später, klare Mitteilung, Baustelle beseitigt, alles wieder okay. Der Anwender hat natürlich, und ich erwarte es eigentlich von jedem, dass er beachtet, wenn er die sogenannten richtigen Anwendungen macht, und das waren unsere Empfehlungen, und da wir auf der Basis der Statistik arbeiten, konnten wir das aus unserer Datenbank herausnehmen und empfehlen. Und zweitens hat der Anwender auch die Randbedingungen optimal eingesetzt. Mit Randbedingungen meinen wir, vor, während und nach der Anwendung die Randbedingungen optimiert einzusetzen. Und deshalb kam er aus meiner Sicht doch sehr schnell dazu, wieder am 18.03. zu melden, Baustelle beseitigt, alles wieder okay. Das ist natürlich toll, wenn man sich vorstellt, was alles doch passieren könnte für jemanden, der schon betagter ist, wenn er von der Leiter, na, nicht gerade herunterstürzt, aber herunterstolpert. Und die Leiter ist ja im Haushalt, und das können Ihnen Versicherungsexperten bestätigen, der häufigste Unfall im Haushalt, und geht auch oftmals tragisch aus, beziehungsweise mit Verletzungen, die man dann bis zum Lebensende ertragen muss. Und hier, ich denke mal, auch durch Agile Care oder hauptsächlich durch Agile Care die Möglichkeit, wieder alles okay zu melden, und das schon nach einer Woche. Eine Anwenderin meldete, dass sie starkes Brennen im Scheidenbereich, also vaginales Brennen, verspürt, und ihre Labordaten brachten hervor, dass sie Escherichia coli hat, und wir haben deshalb die Empfehlung gegeben, A529, ich wiederhole A529, Escherichia coli, HC, Sie wissen, HC deutet auf Hulda Clark zurück, dann die A568, der gleiche Erreger oder derselbe Erreger, hier mit einer anderen Anwendung, auch auf der Basis von Hulda Clark, und wir haben uns erlaubt, noch zusätzlich die Anwendung Chlamydia trachomatis, auch HC, also auch Hulda Clark, mit anzugeben. Die Anwendung Chlamydia trachomatis hat den Quellencode-Index C340, ich wiederhole, C340. Das hat, das muss man gleich sagen, leider nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht, weshalb wir uns erinnert haben an andere Beiträge, die ich auch schon mal in AgileSmart gegeben habe. Ich komme heute auf den Infodienst AgileSmart noch einmal zurück, etwas später, dass wir es oft mit Trichomonas zu tun haben und dass die Trichomonas sehr, sehr stark verteilt sind in der Bevölkerung weltweit und dass die den einzelnen Personen dann Probleme bereiten. Und der Erreger Trichomonas vaginalis, dieser Erreger, da habe ich mir gedacht, wenn dieses Symptom des starken vaginalen Brennens vorliegt und die oberen drei Anwendungen nicht gerade den Durchschlag gleichgebracht haben, empfehle ich die A446. Ich wiederhole, A446, Trichomonas vaginalis, HC, und habe noch zusätzlich auch aus unserer Statistik heraus mit erwähnt, die A430, ich wiederhole A430, Gardnerella vaginalis, auch wiederum Hulda Clark, alles Bestandteil unseres Katalogs mit Agile Care. Und nachdem ich diese beiden Anwendungen genannt hatte, habe ich nach zwei Tagen schon die Rückmeldung bekommen, 80% verbessert, wunderbar. Und ich kann Ihnen nur sagen, das war ein starkes Brennen,
hat die Anwenderin dazu gebracht, gar nicht mehr die Kraft aufzubringen, aufzustehen. Sie ist also im Bett geblieben, hat die Anwendung übrigens auch im Bett gemacht. Und jetzt, nach 2 Tagen, meldet sie 80% verbessert. Das ist noch nicht wunderbar. 100% ist für mich wunderbar. Und deshalb meine Empfehlung, das weiterzumachen. Diese beiden Anwendungen A446 und A430. Und zusätzlich gebe ich noch den Hinweis, und ich weiß, dass sie das umsetzt, und ich erkläre auch gleich, wie sie es umsetzt, die Dame. Ich gebe den Hinweis, dass jede Person im Haushalt, und im Haushalt lebt noch der Ehemann, dass der auch 3 Tage lang die Anwendung A446 durchführt. Also 3 Tage lang Anwendung A446. Warum? Weil die Trichomonaden sehr, sehr infektiös sind. Das heißt, sie übertragen sich ganz schnell auf den anderen. Und ich gehe davon aus, der Ehemann auch diese Trichomonaden hat, er selbst gar keine Symptome hat dazu, aber er ist Träger dieser Trichomonaden, dann würde er sie ja gleich wieder seiner Frau, die vielleicht damit klargekommen ist mit A446, wieder übertragen und wir hätten nichts gewonnen. Deshalb 3 Tage lang alle Personen im Haushalt, meine Empfehlung, die Anwendung A446 durchzuführen, damit das sozusagen ein für alle Mal ausgeräumt wird. Die Infektion ist, sagen wir mal, sehr, sehr verbreitet, zum Beispiel über ein Küsschen, über einen Händedruck oder über die Verwendung desselben Handtuchs im Haushalt. Und deshalb die Aussage, zugleich 3 Tage lang alle Personen das zu machen. Und die Anwenderin hat gesagt, es ist überhaupt kein Problem, das eben durchzuführen, weil sie hat ja die Erweiterung des Agilcare mit dem Erweiterungskit, kann also 2 Personen zugleich dieselbe Anwendung durchführen lassen. Und das bietet sich hier an. Und ich finde das wunderbar, dass das so umgesetzt werden kann. Und ich drücke die Daumen, dass das in 80%, in den nächsten Tagen 100% werden. Ich bin da sehr zuversichtlich. Und meine Damen und Herren, ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Ja, wieder zurück. Ich hatte ja gesagt, auch bei Krebs, Fragezeichen steht darunter in dieser Grafik. Also unsere Abläufe zur Verbesserung der Lebensqualität, gilt das auch bei Krebs? Ja, das ist eigentlich zu erwarten. Erstens einmal aus der Tatsache, dass Dr. Reif in den 1930er Jahren damit bekannt wurde, dass er eben Sensationelles geleistet hat mit der Technik nach Dr. Reif, mit der Dr. Reif Methode, die ja in Agilcare sogar noch verbessert auch vorliegt und Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie Anwenderinnen und Anwender sind, für Agilcare zu Hause zur Verfügung steht. Erstmal aus dem Gesichtspunkt. Zweitens aus dem Gesichtspunkt, wir wissen, dass die Tumoren, die Krebstumoren zum großen Bestandteil, also großen Anteil aus Mikroorganismen bestehen. Und ob das nun Viren genannt wird oder ob das Bakterien genannt wird, es sind Mikroorganismen. Da wollen wir uns nicht streiten, wie das ist. Reif hat das BX-Virus bzw. BY-Virus genannt. Und da wollen wir einfach mal dabei bleiben, aber uns nicht länger darüber herumstreiten. Und bei dem Anwender hier, über den ich jetzt zu berichten habe, der hatte Darmkrebs und Prostatakrebs, hat ein Rezidiv bekommen nach OP, Chemotherapie, Bestrahlungen, sogenannter evidenzbasierter Medizin, da möchte ich nur die Hormontherapie nennen, hatte eben ein Rezidiv bekommen und obwohl er das alles ertragen hat mit starken Nebenwirkungen auch und ist dann an Agilcare gekommen, schon vor Jahren, ich denke das war vor 2 Jahren, ist an Agilcare gekommen und dort hat er die Empfehlung erhalten von uns, BX-Virus durchzuführen. Ich möchte nochmal sagen, er hat ein Rezidiv, also einen wiederkehrenden Krebs bekommen, obwohl eben diese Maßnahmen, die ich hier aufgeschrieben habe, alle durchgeführt wurden. Und er hat Anwendung bekommen, einmal BX-Virus, das durchzuführen, das hat er täglich gemacht. Und da er eine Laboruntersuchung hat machen lassen, haben wir ihm aus der Gruppe Parasiten direkt mit Agilcare noch die darunterstehenden Anwendungen empfohlen. Diese, die da lauten mit dem Quellenkodex QUA15, ich wiederhole QUA15, dann C134, ich wiederhole C134 und die beiden Anwendungen mit den Quellenkodenindizes BOE2, ich wiederhole BOE2, und BOE4. Diese hat er durchgeführt, ganz, sagen wir mal, strikt, denn
Er hatte zu diesen Maßnahmen, insbesondere zu den Hormontherapien und zur Chemotherapie, kein Vertrauen mehr. Und es raubte ihm auch, so meint er, Lebensqualität, gerade diese Anwendung und nicht so mehr der Krebs, sondern mehr die Anwendung der Chemotherapie und der Hormontherapie raubte ihm Lebensqualität. Und deshalb hat er diese Agilcare-Anwendung gemacht, täglich zunächst, ja, und dann weiterhin nur noch BX-Virus, weil wir davon ausgegangen sind, diese Mikroorganismen, die wir dargestellt haben, dann wiederum mit einem Laborbefund konnte man eben sagen, die sind beseitigt. Und über diese Agilcare-Anwendung hinaus hat er auch relativ zeitig mit Agilflow begonnen. Sie wissen, Agilflow, das ist die Lösung, um den Blutfluss zu verbessern, um damit auch etwas zu tun gegen zu hohen Blutdruck. Und wenn man den Blutfluss erhöht, erhöhen wir ja auch die Sauerstoffversorgung der Zellen. Und das ist ja auch ein Ziel, gerade wenn jemand mit Krebs zu tun hat, die über Sauerstoffversorgung sozusagen den Krebs zu beenden. Des Weiteren nimmt er Amygdalin. Das ist nichts anderes als die bitteren Kerne von Obst, insbesondere von bitteren Aprikosenkernen, die Kerne, also von Aprikosenkernen. Vitamin C lässt er sich infundieren regelmäßig und er nimmt Kiefernadeln-Tee, macht seine Waldspaziergänge, nutzt Kurkumin oral, aber auch als Infusion und hat sich umgestellt auf zuckerfreie Nahrung. Das also soll hier mal zeigen, was er alles gemacht hat über einen längeren Zeitraum und das täglich, wenn ich mal von Agilflow und Agilcare ausgehe und Amygdalin auch täglich und die anderen Dinge, die ich hier dargestellt habe, bis auf den Waldspaziergang, macht er auch täglich, ist Vitamin C und Kurkumin sozusagen etwas, was in größeren Abständen von bei ihm sozusagen absolviert wird. Bei Kurkumin täglich oral, aber die Infusion in größeren Abständen. Das hat er also gemacht und ich habe das gerne mal so detailliert hier dargestellt, denn nach einem Jahr hat er eine Untersuchung, die sehr, sehr sicher ist, machen lassen mit PET-CT, also Positronen-Emissionscomputertomographie, gemeinsam mit der Transmissionscomputertomographie. Und er hat die Aussage bekommen, wir sehen nichts mehr krebsfrei. Nach einem Jahr sagt man ja nicht, er ist geheilt. Das sagt man erst nach 5 Jahren, nach der WHO-Definition. Und nach einem weiteren Jahr wieder eine Kontrolle mit einem PET-CT, wiederum krebsfrei, wunderbar. Und was das Schöne ist, ich bin ja im engen Kontakt mit dem Anwender, dass er eben auch vom Gefühl her, von der Lebensqualität her, sich ganz, ganz schnell verbessert hat. Und jetzt setzt er noch 2x die Woche Agilcare-Anwendungen mit dem BX-Virus das ein und lässt jetzt auch, ich muss sagen, habe ich Ihnen auch die Empfehlung dazu gegeben, mittels Laboruntersuchung die zirkulierenden Tumorzellen untersuchen. Das läuft so ab, dass man über eine Blutprobe dann in einem speziellen Labor die zirkulierenden Tumorzellen auszählen lässt. Die Zahl, die dort ermittelt wird, ist nicht so von großer Bedeutung, sondern nur der Trend, wenn man das nach einem Monat ungefähr noch einmal macht, eine zweite Laboruntersuchung durchführen lässt, dann die zirkulierenden Tumorzellen wieder zählt oder zählen lässt im Labor und es dort zu keinem Anstieg kommt, dann ist das noch eine Bestätigung, dass wir hier kein Krebsgeschehen haben im Körper. Und wenn das aber steigt, dann hat diese Labormethode den großen Vorteil, also auch für den Fall, dass es steigt, dass man dort deutliche Hinweise bekommt darüber, über welche Kanäle man sozusagen mit biochemischen Prozeduren und auch Hormonprozeduren, Immunprozeduren dort da vorankommen kann. Also vorab eine klare Orientierung darauf, wie man vorgehen kann. Das Ergebnis hier krebsfrei, nun schon seit 2 Jahren, bezüglich der Anwendungen, wie ich sie, und ich gehe mal eine Seite hier dargestellt habe, und der Maßnahmen, die darunter stehen, unter weiteres, das ist noch lange kein Beweis für einen kausalen Zusammenhang. Es ist überhaupt kein Beweis, was daran schuld ist, was die Ursache dafür ist, dass er jetzt keinen Krebs mehr hat, sondern es ist ein zeitlicher Zusammenhang. Wir sind nicht in der Lage, und ich muss auch sagen,
nicht bestrebt, das wissenschaftlich zu untersuchen. Das sind viel zu viele Kosten. Und außerdem gibt es, wenn man einen Doppelblindversuch machen würde, für mich ganz, ganz große ethische Probleme, dass wir lieber hier damit zufrieden sind, sagen zu müssen, es gibt keinen kausalen Zusammenhang, der hier bewiesen ist, aber es gibt hier einen Menschen, der krebsfrei ist. Und ich hätte fast eben gesagt, mittels dieser Maßnahmen, aber das können Sie sich selber denken. Wir haben also, um diesen Fall zusammenzufassen, einen Anwender ohne Krebs, möchte das hier zusammenfassen, das ist der gute Lohn für den Anwender, für seine Beharrlichkeit, das ist der gute Lohn für seinen komplexen Maßnahmen, also dass er nicht auf ein Pferd nur gesetzt hat, sondern alle Methoden, möchte ich mal sagen, die er kennengelernt hat, über die sich informiert hat und zu denen er Vertrauen hat, die umzusetzen, also die komplexen Maßnahmen durchgeführt, neben seiner Beharrlichkeit. Und er konnte auch die Methoden nach seinem Vertrauen unterscheiden. Also er konnte sagen, die mache ich nicht. Und hat einfach gesagt, da gehe ich nach meinem Vertrauen vor. Und hat eben auch Methoden, wo er das Vertrauen verloren hat. In dem Fall waren es eben hier die Anwendungen, die ich vorhin nannte. Hat er die eben abgesetzt. Und letzten Endes ist es ein guter Lohn für seine Mühen, für seine Beharrlichkeit, Wissenserwerb ständig zu erweitern. Und ich nehme an, er wird jetzt auch bei dem Workshop dabei sein und über die Wissensanwendung dann zu diesem guten Ergebnis zu kommen, was sich hoffentlich bestätigt. Wir sehen also keinen Beweis für einen kausalen Zusammenhang zwischen seinen Maßnahmen und dem guten Ergebnis. Doch, wir gratulieren Ihnen von ganzem Herzen und bedanken uns für seinen Bericht, denn nur dadurch sind wir in der Lage, Ihnen das weiterzugeben. Und ich denke, dem einen oder anderen könnte das hilfreich sein, hilfreich bei der Verbesserung der Lebensqualität, hilfreich beim Erstreben des Ziels Leben ohne Krankheit. Also nochmals vielen Dank an den Anwender. Ja, wir wissen seit dem 5. Symposium, oder die Teilnehmer am Symposium, meine ich, wissen spätestens seit dem 5. Symposium, es gibt nicht nur schlechte Mikroorganismen. Obwohl wir immer davon reden, hier, besonders im Workshop, wie wir Mikroorganismen eliminieren, damit meinen wir die in Dysbalance bestehenden, also um unser Leben zu verbessern, habe ich mir erlaubt, auf dem 5. Symposium einen Vortrag zu halten, der heißt Erlebte Harmonie zwischen Mensch und Mikroben. Und dort bin ich darauf gekommen, in Beispielen darzustellen, dass wir nur 0,025% der Arten der Erreger, die wir auf der Welt kennen, und wir kennen ungefähr 800.000 Erregerarten, dass nur 0,025, und das sind genau ungefähr 200 Arten der Mikroorganismen, die uns Schaden zufügen können, die anderen tun das nicht. Also nur darüber können wir uns sozusagen infizieren und Schaden bekommen. Und die restlichen, weitaus über 99%, die sind sozusagen die, die wir brauchen. Und das habe ich in einem kurzen Vortrag zum Workshop dargestellt und bin auf Beispiele eingegangen. Und wen das auch interessiert, den bitte ich, diesen Vortrag sowohl visuell und akustisch, aber auch, Sie können ihn auch lesen, mit Bezug auch auf die Literatur, können Sie ihn erfassen, wenn Sie im AgileSmart Infodienst teilnehmen, für diejenigen, die schon AgileSmart Abonnentin sind. Und diejenigen, die noch Abonnenten werden wollen, und Sie können es einfach mal schnuppern, das kostet zwar Geld, aber es ist nur 1 Euro im ersten Monat. Und dann können Sie auch jederzeit übrigens wieder stornieren, und zwar ohne Frist können Sie stornieren, wenn Sie wollen. Eine einzige E-Mail an mich genügt und dann müssen Sie keine Kosten mehr bezahlen, denn ab 2. Monat kostet das dann 7 Euro, das sind 7 Euro im Monat. Und wir haben mittlerweile doch eine sehr, sehr große Wissensbasis aufgebaut, die Ihnen auch für den 1 Euro sofort zur Verfügung steht. Melden Sie sich an über ulrich-mtc.de/infodienst. Ich habe hier die URL eingeblendet. Melden Sie sich einfach dort an und schnuppern Sie einmal und können Sie unter anderem auch die andere Position einmal feststellen, dass es auch die guten Mikroorganismen gibt und wie die guten Mikroorganismen uns helfen,
wie sie unser Immunsystem unterstützen, wie sie unseren Stoffwechsel unterstützen, wie sie zum Beispiel unsere Blutgruppen bilden. Das können Sie alles erfahren. Das sind nur Beispiele. Wir werden im Rahmen des AgilSmart hier noch umfassender darüber informieren und wie wir auch vorgehen können, um die sogenannten guten Mikroorganismen zu unterstützen, damit wir ein gutes Leben führen können. Also meine Empfehlung und mein Wunsch, gehen Sie doch einmal rein auf ulrich-mtc.de/infodienst und schauen Sie das mal an. Und diejenigen, die schon Abonnenten sind, die können sich, wie Sie ja wissen, gut einwählen. Das können Sie tun über unsere Homepage. Und dann sind Sie dort dabei. Und ich würde an der Stelle auch gleich mal meinen Bildschirm noch einmal teilen, in der Hoffnung, dass ich nicht langweile. Und dort können Sie hier auf unsere Homepage gehen, indem Sie ulrich-mtc.de eintragen. Und dann bei Service können Sie hier runter, da geht so automatisch dieses Pull-Down-Menü auf. Und da sehen Sie unten AgilSmart Beiträge. Und wenn Sie sich hier anmelden, an dieser Stelle, mit Ihrem Benutzernamen, das ist bei mir meine E-Mail, und dem Kennwort, das können Sie natürlich erst, wenn Sie sich über Infodienst angemeldet haben, dann können Sie, also registriert haben, dann können Sie sich hier anmelden und kommen auf die Seite und da sehen Sie einmal, wie gut das dargestellt ist hier. Und Sie können zum Beispiel, wenn Sie hier auf den Link alle Beiträge klicken, dann sehen Sie erst einmal, was hier umfassend an Beiträgen zur Verfügung ist. Und es sind auch Kurse abgebildet. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Und da sehen Sie unten neuestens, sehen Sie so Harmonie, Mensch und Mikroorganismen. Und da ist der Vortrag noch einmal abgebildet. Wie gesagt, visuell, optisch und auch noch zum Lesen. Und mit allen Querbezügen können Sie das machen. Ja, das wollte ich Ihnen eigentlich hier mitteilen und Sie animieren, Sie aufmuntern, hier dabei zu sein. Und übrigens, da ich gerade diese Seite für Sie geöffnet habe, sehen Sie auch hier, dass Sie hier oben sich für unser Webinar anmelden. Zweimal in der Woche machen wir ein Live-Webinar zu dem Thema Borrelien und Co. eliminieren. Und das können Sie nutzen, wenn Sie Ihr Wissen selbst auffrischen wollen. Oder Sie haben vielleicht hier und da einen Interessenten, dem Sie auch Ihre Begeisterung vermitteln wollen über AgilCare. Und der kann sich gern hier anmelden, hierüber, und ist dabei. Und übrigens auf unserer Seite haben Sie auch noch hier oben einen neuen Link, der heißt Akademie. Wir haben ja die Akademie Pro Vitale Freiheit gegründet. Und wenn ich habe jetzt mal da drauf geklickt, dann können Sie eben sehen, wie Sie eben zur Lebensqualität kommen über vermehrtes Wissen. Und hier kommen dann immer mehr Beiträge auch dabei. Hier können Sie sozusagen wissenschaftliche oder nicht wissenschaftliche, aber jedenfalls fachliche Informationen nachlesen und übrigens über dieses Kontaktformular hier mit uns in Verbindung treten. Gern beantworten wir Ihnen Ihre Fragen. Und Sie haben nicht nur hier unten, hier rechts, wo ich gerade mit der Maus drüber gehe, die Verbindung zu uns, Verbindungsmöglichkeiten per Twitter, per Facebook und auch per YouTube, sondern das sehen Sie ja auch auf unserer Seite. Jetzt gehe ich wieder zurück auf die ulrich-mtc.de. Dort sehen Sie das auch, Facebook, Twitter und YouTube. So, das soll es jetzt gewesen sein mit dem Einblick in unsere Homepage und mit der Werbung für unser AgilSmart. Und jetzt möchte ich wieder zurückgehen in unseren Ablauf. Und dort sehen Sie, dass ich muss es starten, okay, dass wir hier mit dieser Folie, die ich denke ausreichend erläutert habe, dann endlich zu dem Punkt kommen, jetzt Ihre Fragen, und jetzt würde ich diese Präsentation also hier beenden und komme zu Ihren Fragen. Relativ einfach, indem ich eben in die Datei schaue, wo Renate und Claudia mir eingetragen haben, welche Fragen sie uns gestellt haben.